Guten Morgen, heute ist Freitag und heute kommt der Schimmelspürhund zu uns. Habe ich euch ja gestern schon erzählt oder oder in einem Video auf jeden Fall, falls ihr es nicht gesehen habt. Meine Mama hat eine Allergie gegen Schimmelsporen. Also Schimmelsporen sind ja allgemein nicht gut, aber es gibt halt auch Menschen, die eine Allergie dagegen haben. Und bei ihr wurde das getestet und der Wert ist normalerweise bei 100 und lag jetzt bei über 9000. Und ja, also das heißt, wir haben irgendwo Schimmel im Haus, also bei meinen Eltern in der Wohnung hier nicht, hier ist sie ja nie, aber bei meinen Eltern in der Wohnung. Und man weiß halt bloß nicht wo. Und bevor man jetzt natürlich alles aufreißt, weil die haben eine Holzdecke, also die haben nicht so eine Decke wie wir mit Tapete, sondern die haben so eine Holzverkleidung quasi. Und es kann natürlich sein, dass die ganze Feuchtigkeit da hochzieht und da schimmelt, keine Ahnung. Und bevor wir jetzt alles aufreißen, kommt heute ein Schimmelspürhund. Das kostet ungefähr 3 Euro pro Quadratmeter. 3 Euro pro Quadratmeter. Meine Eltern haben ungefähr 100 Quadratmeter, das heißt 300 Euro. Aber ja, wenn das der Gesundheit meiner Mutter dient und alles irgendwie besser wird, dann macht man das natürlich. Und ich bin schon ganz gespannt. Also der, also es ist jetzt 9:30, der kommt ungefähr um 11. Ich bin vor allen Dingen gespannt, was das für eine Rasse ist und wie das so ablaufen wird. Also ja, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, ich kann euch leider nicht mitnehmen zum Film, weil der Hund dann vielleicht abgelenkt wird oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie das ablaufen wird. Aber ich bin gespannt, was es für eine Rasse ist. Ich glaube, meine Mutter meinte irgendwie Jack Russell Terrier oder Pudel. Also ist jetzt kein. Ich habe ja irgendwie als Schäferhund gedacht oder so. Nee. Weil zum Beispiel, wir hatten auch mal jemanden hier wohnen. Als Untermieter. Das ist aber schon, weiß ich nicht, über 10 Jahre her. Und nicht Untermieter. Also wir haben ja hier eine Wohnung vermietet. So. Und. Der war Polizist und hatte einen Drogenspürhund. Und der Drogenspürhund, der durfte auch nicht in die Wohnung und so, der musste halt in so einem Zwinger gehalten werden und so. Und dann hat er uns auch mal gezeigt, also die trainieren ja immer. Und er hat da so eine Röhre gehabt, wo so ganz, ganz bisschen, ich glaube, Gras oder so drin war, irgendwie so. Und diese Röhre hat er dann quasi, also der Hund war eingesperrt, diese Röhre hat er dann auf dem Grundstück bei uns versteckt und die war halt, unser Grundstück ist ja echt groß, ne? Und hat halt so zum Beispiel an der einen Stelle so ein bisschen gerieben mit der Röhre und dann woanders. Und das war ja in der Röhre drin. Das heißt, noch nicht mal das Gras ist noch nicht mal so auf die Steine gekommen, sondern es war ja in der Röhre drin. Und dann ist der Hund genau die Strecke dann irgendwann abgelaufen, wo er mit dieser Röhre da lang gegangen ist und hat die Röhre innerhalb von einer Minute gefunden, ne? Und hat sich natürlich total gefreut und so. Und ich hätte das vorher halt nie gedacht, dass wirklich so ein Hund, dass das so klappt, aber es klappt auf jeden Fall. Und ja, das war jedenfalls ein belgischer Schäferhund und deswegen dachte ich vielleicht auch so ein belgischer Schäferhund, aber nein, das ist wahrscheinlich ein kleinerer Hund. Wir sperren dann so gegen 10:30 die Hunde ein, dass der nicht von unseren Hunden irgendwie abgelenkt wird oder so. Und ich bin schon ganz gespannt und ich werde euch nachher auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, aber jetzt werde ich erstmal mein Video machen, dass ich das auch fertig habe. Und wir sehen uns dann nachher, wenn der Schimmelspürhund da war. So, wir sind jetzt im Garten und ich wollte euch nochmal den Baum zeigen. Also hier ist was abgebrochen und da ist was abgebrochen. Ne? Den muss ich jetzt mal wegräumen, weil ich will hier an das Gartenhäuschen. Ja, das sind so unsere Sturmschäden. Ne? Ja, da ist ein richtiger Riss drin. Ne? Das sind so unsere Sturmschäden, die wir hier so haben. Ist ja Gott sei Dank nur ein kleiner Baum, aber trotzdem. So, ich wollte euch mal filmen, weil ich habe es eben gerade vergessen. Ich filme das mal von hier unten. Und zwar der Garten sieht wieder ganz normal aus. Ich habe Rasen gemäht, ich habe den Baum da weggemacht, alles weggemacht. Und ich kann mal gucken, ob ich euch das zeigen kann, wo die Äste jetzt liegen. Ich muss Koya dann mal klein sehen, wenn er mal irgendwann Zeit hat. Könnt ihr das sehen da unten? Ja, also ich habe jedenfalls, ich muss die Augen zumachen, sonst sehe ich nichts. Ich habe jedenfalls die ganze Gartenarbeit gemacht. Ich habe ungefähr so 2,5 Stunden, 3 Stunden das gemacht. Ungefähr. Jetzt bin ich gerade richtig K.O. Und meine Schulter tut mir auch weh und das ist alles irgendwie doof. Aber Tante Sarah ist ja da und unterstützt mich. Jetzt wird die Kamera geil, ne? Mia unterstützt mich auch, genau. Ich habe gerade geduscht, weil ja, ich war richtig K.O. Und jetzt mache ich erstmal was zu essen für alle. Mir will mir unbedingt helfen, läuft. Aber ich fange jetzt erstmal an und fange erstmal an zu kochen. So, ich habe jetzt gekocht. Es gibt Salat, dann gibt es Nudeln mit so einer Schinken-Sahnesoße. Mir kriegt Tomatensoße, ne, Mia? Und wir essen jetzt erstmal alle. Ich bin Sarah.
Also wir haben jetzt gegessen. Ich liege hier voll auf dem Sofa Ich rum. habe nichts abgekriegt. Ich habe wirklich nicht viel gekriegt. Nee, du hast echt nicht viel gekriegt, weil Ben, der kleine Stinker, Nee, Sarah ist ein Vielfraß. hier so viel gegessen hat. Nee, wirklich noch gerade. Ja, aber er ist doch schon wieder angezogen. Nee, er hat gerade mal sein Adamskostüm gedeckt. Sein Adamskostüm. Ich wollte euch eigentlich auch noch erzählen, wie das mit diesem Schimmelspürhund ist, aber es tut mir leid, aber ich kriege das heute nicht mehr hin. Ben ist so nölig und immer, wenn ich anfange zu reden, fängt er an zu heulen. Und ich möchte die ganze Sache auch vernünftig erklären und nicht einfach so in 2 Minuten abgearbeitet haben. Und deswegen würde ich sagen, dass ich das euch morgen in aller Ruhe erzähle, was da ist, weil ihr hört das ja im Hintergrund. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Nur so viel, es wurde Schimmel gefunden. Der Hund hat angeschlagen. Aber es ist jetzt nichts Dramatisches oder sowas, ne? Aber wie das genau abgelaufen ist, ich habe auch ein kleines Video gemacht. Das werde ich euch auf jeden Fall morgen zeigen. Und ja, also seid auf morgen gespannt. Wir werden jetzt ins Bett gehen. Koya hat jetzt Mia gerade eben ins Bett getragen. Und Ben ist, wie gesagt, ja, nicht so müde. Beziehungsweise er ist müde, aber er hat keinen Bock zu schlafen, sagen wir es mal so. Sarah war auch eben gerade noch bis 8:30 da oder bis kurz vor 8:30 ungefähr. Und ja, wir gehen jetzt ins Bett und ich wünsche euch einen tollen Tag und wir sehen uns morgen. Morgen haben wir ein Fotoshooting. Also wir machen ein Foto von uns als Familie, ein Familienfoto. Und dann Fotos von uns, aber das sagt sie nicht Nee. Keine Nacktfotos. Ja, da schauen wir auch mal, wie wir euch da mitnehmen können, inwiefern. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder und freut euch auf morgen. Tschüss.